Hallo, meine lieben Freunde der gesunden Haar- und Körperpflege. Willkommen zurück. 2 Jahre YouTube. Ja, so lange ist das her, als ich damals angefangen habe mit diesen Videos. Ursprünglich, und das ist ja auch noch nach wie vor ein Kernthema meines Kanals, war ja eigentlich die Idee, vielen Leuten den Vorteil der haarwuchsfördernden Wirkung von Pomade einfach nahezubringen. Ja, und jetzt, 2 Jahre später, haben wir auf diesem Kanal 200 Abonnenten mehr. Wir, natürlich ist es wir, weil ich habe mich nur oder setze mich auch regelmäßig nur vor eine Kamera und erzähle euch was über meine Begeisterung für diese ganzen Haarprodukte. Aber gefühlt habe ich irgendwie jeden von diesen Abonnenten, der auf diesem Kanal sich immer irgendwann mal wiederfindet, zumindest mal einen Kommentar dagelassen oder wie auch immer etwas von ihm gelesen. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, gilt nicht nur mein Dankeschön wieder auch mal zu diesem 2-jährigen Jubiläum an alle von euch, sondern im Prinzip auch an euren Geist, den ihr nämlich hier auf diesem Kanal hinterlasst. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe nur ein einziges Kommentar jemals, das pöbelnder Art und Weise war, gelöscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, davon bin ich sehr begeistert. Ich finde, dass der Grundtenor und auch die Diskussionsatmosphäre immer eine gute war, immer eine tolle war, egal ob welcher Meinungsverschiedenheit man auch immer als Grundlage hatte. Mich hat es immer begeistert. Und mich hat aber vor allem auch die Freundlichkeit und der respektvolle Umgang miteinander auf diesem Kanal von euch, mit euch, immer, immer, immer mitgetragen. Ja, ich plane weiterzumachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine große Enttäuschung ist für viele, aber nach wie vor meine Begeisterung hat nicht nachgelassen. Ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich nach wie vor der Meinung, dass es noch ein paar Dinge gibt, die man sozusagen mit euch teilen kann, sollte und müsste. Wie gesagt, ich hoffe, vielleicht findet sich ja der ein oder andere noch beim Thema Haarwuchs hier auch wieder, weil wie gesagt, davon bin ich eigentlich nie abgerückt. Es ist halt prinzipiell aber ein Thema, was ich natürlich am Anfang, also das waren meine ersten Videos, über mehrere Videos erstreckt. Inzwischen ist dieser Kanal auf einige Videos angewachsen, sagen wir es mal so, und es ist halt ein Portfolio, durch das man sich durchaus je nach Gusto und der persönlichen Vorliebe erstmal durchgraben muss. So, und etwas, was natürlich auch an diesem, was soll man sagen, Jahresabschluss ist vielleicht noch zu verfrüht, weil, wie gesagt, wir haben ja Herbst und das Jahr ist ja noch nicht vorbei, aber sagen wir zu diesem 2-jährigen Jubiläum, meiner Meinung nach nicht fehlen darf, ist natürlich, was ist bei mir hängen geblieben oder was ist sozusagen an Produkten das, was meinem individuellen Geschmack immer noch am nächsten gekommen ist. So, und damit fangen wir an. Fangen wir mit den Pomaden an. Das war immer ein Kernthema. Ganz neu rausgekommen. Ich war ja begeistert, wie ihr wisst, ist jetzt ein regelmäßiger Bestandteil. Vorher habe ich den Outlaw immer auch regelmäßig geschmiert. Ihr wisst, ja, ich gebe es zu, ich bin ein riesengroßer MG-Pomaden-Fan. Vielleicht bin ich da auch in meiner Meinung oder in meinen Schilderungen beeinflusst oder auch verzerrt. Das mag jeder gerne an mir kritisieren. Aber ich finde die Pomaden richtig gut, ich finde sie richtig krass. Ich finde, dass der Sheriff nach wie vor ziemlich eine, muss ich sagen, doch relativ neue Reüssierung, muss man sagen, des Pomadegeschäfts ist. Da hat sich bei mir doch vieles in der Perspektive, als ich den geschmiert habe, verschoben. Finde ich nach wie vor sehr, sehr toll. Ist für mich, wie gesagt, etwas, wo ich sagen würde, das hat sich auf jeden Fall festgebissen. Natürlich als MG-Pomade. Dann, ich nehme für diesen Kanal in Anspruch, dass wir sie wiederbelebt haben, die Lucky Locke. Timo und Danny sind jetzt wieder dran. Es wird hoffentlich dieses Jahr auch noch wieder was Neues geben. Da habe ich eigentlich auch schon jetzt fast ein bisschen zu viel verraten. Aber ich hoffe und drücke uns allen die Daumen, dass dieses Jahr das alles noch kommen wird. Das, was ich bisher in den Händen hatte, ist grandios, ist super. Finde ich ganz großartig. Ich hoffe, 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 hoffe und drücke uns allen die Daumen, dass das noch was wird vor Weihnachten. Es ist für mich nach wie vor die Stronghold, eine der besten Pomaden weltweit. Ich liebe, ich habe hier noch die alten und auch bald neuen Dosen von Danny. Ich habe hier eben nicht den Crazy Bean Duft, sondern bereits den neuen alten Duft Lemonwood. Und ich habe auch noch, hier ist Johannisbeer Vanille. Also das ist auch einer der neuen Düfte, die noch auskommen wird. Ganz großartig, ganz toll, wirklich, also ein phänomenales Produkt und wie ich finde, ganz, 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 ganz großartig für jedermann. Ist etwas, wo ich sagen würde, das hefte ich uns allen oder mir zusammen mit Timo ans Revers, dass wir die wiederbeleben konnten, nämlich auch für euch alle zugänglich machen konnten. Ganz, ganz großartige Pomade.
Formate. Etwas, was auf diesem Kanal nie fehlen darf, weil ich glaube, ihr habt das inzwischen auch gemerkt. Es hat sich ein kleiner Fanboy in mir festgesetzt, ist Fat Cop Stronghold, ist für mich eine meiner Lieblingspomaden, auch von diesen dreien, die es jetzt insgesamt ist. Es ist jetzt in keiner kategorischen Ordnung, aber definitiv zählt sie dazu. Ich finde, Gregor Müller macht ganz, ganz großartige Produkte, ist ein unglaublich netter und lieber Kollege, der auf diesem Kanal ebenfalls jetzt hoffentlich sehr gut repräsentiert ist, aber ich bin auch, und ich gebe es ehrlich zu, ein großer Fettkopf-Fan. Stronghold ist für mich, wie gesagt, immer noch etwas einfach einzuarbeiten, super langer Halt, hält fast alles aus, ist im Sommer wirklich unglaublich resistent Hitze gegenüber, also ich war selber total erstaunt. Und gibt einfach wirklich einen super angenehmen und tollen Halt. Etwas, was ich sozusagen jetzt nicht so häufig verwende, aber wo ich sage, ja, die verwende ich immer noch in gewissen Intervallen, ist die Reuzell Pink. Ist es für mich etwas eine Pomade, wenn ich mich mehrmals täglich duschen muss, entweder wegen Sport oder anderen Dingen, wo ich sage, da möchte ich jetzt für den Abend oder für die Nacht nicht extra eine teure Pomade hineinschmieren, die ich mir dann am Morgen mehr oder weniger auswasche, sondern das ist dann halt etwas, wo ich sage, das ist jetzt nicht das teuerste Produkt, aber es ist definitiv ein Produkt, wo ich sage, das finde ich gut, das funktioniert bei mir gut und es ist jetzt sozusagen für den Anlass in dem Moment sicherlich eine gute Angelegenheit. Etwas, was ich ganz, ganz großartig finde und ich weiß, es ist auf diesem Kanal ein bisschen unterrepräsentiert, sind die Crisis-Pomaden. Ich darf aber hierzu sagen, ich mag keine floralen Düfte. Das ist was Hochindividuelles, das ist jetzt mein Geschmack. Ich komme darauf einfach nicht klar. Ich finde die Caligula und die Tropenfieber sind ganz, ganz großartige Pomaden. Liebe ich eigentlich sehr, aber ich mag keine floralen Düfte. Es tut mir leid, deswegen, die finden bei mir keine Verwendung. Ich gebe es ehrlich zu, zumindest die Pomaden. Ich habe ja noch ein paar andere Produkte, die sich bei mir festgesetzt haben. Ich finde, dass das aber ganz, ganz großartige Pomaden sind. Vielleicht der ein oder andere Zuschauer, der sich auf diesem Kanal wiederfindet, kennt Björn gut, sehr gut und kann ja vielleicht mal die Idee reiterieren, dass es statt nur floraler Düfte vielleicht auch noch Alternativen gibt, so vielleicht so massenkompatible Aftershave-Düfte oder so. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, und jetzt kommen wir zum nächsten, den Shampoos, da gibt es ja zum Beispiel das Waste of Crystal. Habe hier noch eine unangebrochene Flasche. Ich finde die Shampoos, wie gesagt, finde das Shampoo grundsätzlich von Chrissy sehr, sehr gut. Es ist, hat den Waste of Crystal Duft. Ich finde, dass es vor allem für Leute, die ölwachsbasierte Pomaden benutzen, super angenehm ist. Es einen sehr gut pflegenden Charakter hat. Gefällt mir persönlich extrem gut. Auch der Duft, der ist nämlich nicht so stark lavendellastig wie die Waste of Crystal als Pomade. Die hatte ich ja auch gereviewt. Und für die Leute, die sozusagen ein bisschen weniger Geld in der Tasche haben, wo ich aber immer noch sage, es ist für mich, wie ich finde, eines der besten, ist das Reuzell 3 in 1 Tea Tree. Finde ich auch nach wie vor ein ganz, 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 ganz großartiges Shampoo. Habe ich, wie ihr seht, hier auch regelmäßig in Benutzung. Etwas, worüber ich ebenfalls ein Video gemacht habe, weil ich es immer noch nach wie vor, auch nach all den Jahren, immer noch ganz, ganz großartig finde, ist das Bone Crusher Haaröl. Ich persönlich bin ja kein Bartträger. Ich verwende es nicht als Haaröl, sondern als Aftershave. Ich finde es ganz großartig. Es ist ein unglaublich hautberuhigendes Öl. Und dieser Menthol-Effekt, der nimmt einem definitiv den Rasurbrand. Das gefällt mir an dieser ganzen Sache. Wie gesagt, ganz, 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 ganz großartig. Beim Thema Aftershave bin ich, wie gesagt, relativ klassisch. Bin ich beim Sterling Aftershave. Auch was ich noch verwende, ist das Chrissy's Waste of Crystal Aftershave. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das hat nicht diesen lavendelartigen Duft, sondern einen sehr frischen Kick. Das ist ein, wie ich finde, ganz, ganz toller Duft. Hauptsächlich gebe ich zu, verwende ich allerdings das Sterling Aftershave Hoverford oder das Sharp Dress Man. Für die Leute, die es ein bisschen pudriger mögen, es gibt ja auch noch dort. Gibt es ganz viele Düfte, aber finde ich auch noch den Barbershop, finde ich auch, ist noch ein sehr, sehr toller Duft. Beim Nassrasieren, wie gesagt, nehme ich ebenfalls von Sterling die dazugehörigen Rasiercremen, weil die mir einfach persönlich sehr, sehr zusagen. Ich finde, die sind unglaublich mild, unglaublich angenehm. Beim Parfum habe ich seit Jahren, setze ich immer nur auf Jean-Paul Gaultier Le Male. Ist für mich ein Standard, wo ich sage, das hat sich für mich tatsächlich immer auch noch bewährt und durchgesetzt. Ja, das sind so die Produkte, die jetzt nur mir nach all diesen Jahren geblieben sind, wo ich sage, die haben sich bei mir wirklich festgesetzt. Ich gebe zu, das ist mein Hoch, bitte auch das zu berücksichtigen, mein hochindividueller Geschmack. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich gewisse Dinge jetzt über andere stelle. Ich darf auch dazu sagen, ich finde Carsten Sommers Womanizer Produkte auch gut. Wie gesagt, ich vertrage sie nicht, ich kriege sofort ein Hautekzem am Kopf. Ich traue mich inzwischen mit einer gewissen Sicherheit zu sagen, dass das die Jojoba-Ester sind, die dort verwendet werden.
Ich vertrage zwar das normale Jojobaöl, aber die Esterform nicht, so wie es aussieht. Ich habe das mit einem Apothekenprodukt ebenfalls getestet. Ja, ist so. Aber das ist, wie gesagt, bei mir rein individuell verankert. Da kann ich jetzt wenig machen. Ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, Gott sei Dank gibt es in dieser Pomadewelt ganz, ganz viele und ganz, ganz breite Auswahl, die es mir ermöglicht, durchaus dabei auch noch andere Produkte zu verwenden. Ja, ein Dankeschön abschließend noch an all die Interviewpartner, die ich jetzt seit Neuestem auch hatte. Ich weiß, sie waren auserwählt, sie waren sehr erlesen. Ich gebe zu, natürlich sind das Leute von Produkten, wo ich die jetzt wirklich unglaublich ausgiebig getestet habe und die ich auch regelmäßig verwende. Das ist natürlich ein großer Bias, nenne ich das jetzt mal, also eine große Verzerrung des Gesamtbildes. Ja, dem möchte ich mich nicht entziehen, das kann man an mir kritisieren. Ich kann aber dazu sagen, dass ich dankbar wirklich für jeden bin, der sich mit mir hier hingesetzt hat und ein Interview geführt hat. Ich habe es ganz großartig, ich habe es auch super interessant gefunden, weil vor allem auch diese verschiedenen Charaktere und was soll ich sagen, ja, auch Köpfe, die dahinter stehen, hinter diesen tollen Produkten, durfte ich ja zumindest bis zu einem gewissen Grad dabei kennenlernen. Ich finde es großartig, dass inzwischen dieser Pomadebereich auch so angewachsen ist, dass, wie gesagt, der Pomadeshop sich da, muss man sagen, auch immer weiterentwickelt, aber ebenso die anderen nicht dem hinten anstehen, zum Beispiel die Pomadenbude oder eben auch Spreestyle. Ja, das soll es von mir von hier gewesen sein. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht es gut.